So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Wir befinden uns hier immer noch in Chicago Downtown, dem neuen Pay-Add-on für OMSI 2. Und heute fahren wir nicht die Linie 124 und wir fahren auch nicht mit dem normalen Solobus aus Chicago, sondern heute fahren wir die Linie 130 mit dem Hybridbus, also dem Gelenkbus aus Chicago. Und ja, ich bin selbst noch gespannt, ich bin die Linie noch nicht gefahren, auch nicht in der Probe oder so, von daher sehe ich das jetzt gleich alles zum ersten Mal und ihr auch, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich habe soweit schon alles eingestellt, das heißt Fahrplan angenommen und so, Hilfsfall angemacht, das heißt wir müssen hier nur noch die Elektronik anmachen und dieser Bus ist von innen, sagen wir mal, fast genau gleich aufgebaut wie der normale Solobus. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die mal in der Beschreibung oder hier oben jetzt als Infokarte mal. Gibt's ja jetzt auch seit neuestem bei YouTube. Benutze ich ja eigentlich nur für meine Vlogs diese Infokarten, aber warum sollte man die nicht mal bei Let's Plays benutzen? Dann kann man da ja auch ein bisschen Werbung machen für seine anderen Videos. Aber egal, ich komme schon wieder vom Thema ab. Elektrik haben wir angemacht, dann können wir hier jetzt... Müssen wir wahrscheinlich wieder, ja, uns einloggen. Die Daten stehen ja hier, genauso wie beim Solobus. 1805-9691. Also 1805 war das, glaube ich. Wo ist die 0 da? 1805. 9691. Okay. Success. Hat alles geklappt. Linie ist heute die Linie 130. Da ist die 0, 130, braucht man auch nicht 130.00 machen, wie zum Beispiel bei den Berliner Bussen. Heute haben wir den 31.10.2006, also wir spielen in der Vergangenheit. Run ist K091. Gucken wir mal, ob das soweit auch stimmt. So, wo sind wir denn? Wie heißt das hier eigentlich? Ogilvy Station? Ja, Ogilvy Station. Ogilvy Station. Mann, Zungenbrecher. Ogilvy Station. Wir fahren nach Adler Planetarium. Hört sich ziemlich deutsch an. Okay. Elektronik haben wir angemacht. Wir haben noch 38 Minuten Zeit. Das heißt, dieser Bus muss jetzt gleich wegfahren, damit wir da stehen können. Aber wir können ja schon mal ein bisschen vorfahren. Das heißt, wir machen den Motor an. Kann man wahlweise mit M machen. Oder natürlich auch hier unten auf Start drücken. Und ja, der geht auf jeden Fall an. Hier haben wir auch eine Innenperspektive. Die Sitze sehen jetzt nicht so schön aus. Sie sehen irgendwie wie so Sitze im Fußballstadion aus. Einfach so blaue Pappschalen da. Na gut, mit Sitzbezug. Aber im Stadion sind die auch nicht viel besser. So, jetzt einmal die Bremse kalibrieren. Muss man immer bei meinem Logitech G27, da muss man die Bremse einmal ganz durchtreten. Weil wenn man sonst bremst, dann macht er sofort eine Vollbremsung. Und deswegen muss man da einmal das Gas... Bremspedal einmal ganz durchdrücken. So. Jetzt haben wir einen Gang drin. Jetzt hat er hier auch auf D umgeschaltet. Das ist zum Beispiel beim Solobus nicht so. So, jetzt habe ich keinen Gang drin, also neutral N. Jetzt mache ich einen Gang rein. Also D für Drive. Dann ist ein Gang drin. Wird auch einem schön hier angezeigt. Okay, und wir rollen schon. Rollen wir mal ein bisschen vor. Ja, ansonsten fährt der Bus sich natürlich nicht anders als der normale Solobus. Nur eben, dass man in den Kurven ein bisschen besser aufpassen muss mit dem Gelenk hier. Aber das ist ja seit OMSI zwar nichts Neues. Das ist auch die 130. Aber wie gesagt, die müsste jetzt gleich eigentlich wegfahren. Wir können in der Zeit schon mal ein bisschen Wärme hier in diesen Bus bringen. Ist das hier das Gebläse mal ein bisschen? Wir machen hier, keine Ahnung, wofür der ist. Beim OMSI kenne ich mich eh nicht so mit der Heizung aus.
Außer beim MAN, da weiß ich das so ungefähr. Also beim normalen Bus, der mitgeliefert wird, aber so bei Add-on-Bussen weiß ich das nie so genau. Ich drücke dann einfach meistens was. Machen wir mal so. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Wann fahren wir? Um 54? Dann machen wir erstmal so 50. 15.50 Uhr. 50.00. Okay. So, der Bus müsste jetzt gleich weg sein. So sieht's aus. Wir wagen uns ja mal ein bisschen vorwärts. Wobei, anhören tut sich der Bus doch anders, aber das ist ja klar, das ist ein Hybridbus und Hybrid fährt ja auch mit einem Elektromotor, also ein Verbrennungsmotor und ein Elektromotor und dann wird die Bremsenergie, die wird dann wieder zur Energie fürs Beschleunigen verwendet, also eben Hybrid, umweltfreundlich. Ja, mir gibt es dazu auch nichts zu sagen. Lass mal die Fahrgäste mal einsteigen. Hallo. 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 Das Gute ist ja, dass sie hier auch Englisch sprechen und nicht jetzt hier auf einmal mit Berliner Akzent ankommen und Hallo sagen oder guten Tag und so. Wie das eben die normalen Omsi-Figuren sagen. Also, das wäre ja dann doch ein großer Fail gewesen. Hätte man das so gelöst. Hello, und darling. Warum steht da ein Fahrrad? Hallo. Was soll das denn? Seit wann nehmen wir ein Fahrrad mit? Also, das lässt die Festtasche, glaube ich, nicht zu, dass man da vor der Windschutzscheibe irgendwie... Excuse me. Ja, sorry. Maifu. So. Zwei Fahrräder. Mann, wie viel werden das denn noch? Seit wann dürfen die hier die Fahrräder mitnehmen? Die Festtasche wird sagen, nö, Fahrräder draußen bleiben oder extra zahlen. Aber nein, hier darf man sogar seine Fahrräder mitnehmen in Chicago. Aber beim Solobus ist das nicht nur hier beim Gelenkbus, meine ich. Also ich glaube nicht, dass wir beim Solobus irgendwie Fahrräder mitgenommen haben. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Müsste ich nochmal die letzte Folge gucken. Aerial Free Station um 15.54 Uhr. Ja, dann können wir jetzt gleich losfahren. Ich warte immer so bis minus 1,9 Minuten. Weil wenn man 2 Minuten zu früh losfährt, steht am Ende da zu früh und das wollen wir ja nicht. Ja, man hört die Fahrgäste auf jeden Fall, die unterhalten sich schon schön. 17 Grad haben wir es schon in diesem Bus. Also funktioniert das doch mit der Heizung. Habe ich hinbekommen. Ja, fahren wir los. 1,8. Wird so langsam Zeit und wie es aussieht, ist das gerade, ist dieser Streckenabschnitt hier parallel zur Linie 124 in Richtung Union Station. Also sind wir hier doch noch nicht hergefahren. Wahrscheinlich dann in die andere Richtung, weil wir sind ja zum Navy Park, hieß das glaube ich, sind wir gefahren und kamen von der Union Station. So, jetzt müsste ich mal hier gucken, ob das passt. Sieht man leider so schlecht, weil der Spiegel so klein ist. Aber vielleicht ist das ja auch in der Realität so. Wer weiß. Ja, hier hätten wir halten müssen. Warum sind wir jetzt 4 Minuten zu früh? Es wird hier immer besser. Oh nein, komm, wir fahren lieber, sonst... Schaltet ihr nachher noch weg, weil hier nichts passiert. Das will ich ja nicht. Trotzdem, gerade waren wir noch 2,8 Minuten zu früh und jetzt hier auf einmal 3,3 und jetzt fängt der Bus hier an, sich selbstständig zu machen. Warum auch immer. 4020, das ist die Wagennummer. Und hier halt nur die 124. Hier scheint die Union Station zu sein. Aber nee. Clinton Monroe, so. Erinnert mich gerade an Assassin's Creed Rogue. Da gab es ja auch einen Colonel Monroe. Aber Assassin's Creed Rogue hatten wir ja nie zu Ende gespielt.
Ja, und dieses Motorgeräusch erinnert mich irgendwie an heute Mittag, als ich auch mit einem Hybridbus gefahren bin, allerdings von der Festischen ein... Was war das denn? Ich glaube Solaris. Ja, das war ein Solaris Urbino 18. Der hat sich auch so angehört. Weil es auch ein Hybridmotor war. So, müssen wir hier halten? Will hier jemand raus? Ich glaube schon. Und diese Fahrräder, die irritieren mich echt. Ich denke immer irgendwie, da würden jetzt Fahrräder auf der Straße stehen und deswegen dürfte ich jetzt nicht weiterfahren. Da müssen wir warten, bis sie weg sind. Und was ist das hier bitte schön für eine Linie? Warum habe ich jetzt schon wieder 5,4 Minuten Zeit, bis ich hier eigentlich losfahren müsste? Um 16 Uhr fahren wir hier. Dann machen wir mal 15.58 Uhr. Damit wir nicht allzu früh sind. Sind die jetzt alle ausgestiegen? Das finde ich aber nicht so toll. Nö, sind noch ein paar drin. Was war das für ein Geräusch? Der Bus macht mir echt Angst. Vorne ein Fahrrad, dann macht er so ein Haltewunschgeräusch, obwohl gar keiner aussteigen will. So, ich würde sagen, wir fahren mal hier rüber, denn wir wollen ja links abbiegen. Sogar grün gerade. Please be considerate and give up your seat for customers with disabilities, elderly passengers and expectant mothers. Oh. Ja, gut, dass man hier darauf hingewiesen wird in Chicago. Also, behinderte Leute oder ältere Menschen sollten dann doch beim Sitzen Vorrang bekommen. Vor den Jugendlichen, die da gerade von der Schule kommen. Und warum halte ich hier? Mache ich hier automatisch, weil der eine Haltestelle ist. Schnell weiter. Da wollen ein paar welche aussteigen. Oder einsteigen. Oder beides. Pass auf, jetzt gleich, wo wir losfahren wollen, geht bestimmt die Schranke runter, so wie ich mich kenne. So, da will jemand ein Ticket haben. Das kriegt er doch. Fair Override. Hello. Hey, how you doing? Noch ein. Wie viele Tickets denn noch? Mal, das sind die ganzen Dollarscheine, die da reinkommen. Oh, da hatte jemand mal so wieder ein Ticket. Du auch. Die beiden Zwillinge wollen natürlich auch hier mit dem Bus fahren und ich zeige euch so mal ein bisschen was von Chicago. Das ist zwar, wie in der letzten Folge schon gesagt, doof zu fahren, weil man vorne nicht abschätzen kann, wie weit man noch fahren kann. Allerdings sieht man hier ja viel mehr, zum Beispiel hier jetzt dieser Fluss, was auch immer das für einer ist, hier auch nochmal, oder hier die Stadt, das sieht man dann alles viel besser. Okay, eigentlich müsste ich jetzt hier auf die Spur, aber komm, egal. Oh, ich versuche, guck und dann passiert sowas. Aber komm, das hab ich nicht gesehen und ihr habt das jetzt auch mal übersehen, dass ich da einen Unfall gebaut habe. Also vergessen wir das. Diese 10 Sekunden gerade eben, die sind nie passiert. So, wie weit darf ich den jetzt noch fahren? Eigentlich noch ein bisschen, aber komm. Lassen wir die Fahrgäste nicht noch länger laufen, als wir schon gelaufen sind. Hallo. Hallo. Och, Mann, was ist denn hier mit der Performance auf einmal los? Es ging so gut in der letzten Folge, also da hatten wir kaum Ruckler und hier ist jetzt, als ob das eine neue Map wäre, so schlimm gerade. Aber vielleicht ist das auch eine sehr beliebte Gegend hier in Chicago.
So, hier könnte man einen schönen Screenshot machen. So, hier alles weg. Gut. Okay, komm. In der letzten Folge haben wir gelernt, dass sie hier in Chicago gerne mal über Rot fahren. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal aufgrund dessen, dass wir auch nicht mehr so viel Zeit haben vom Fahrplan her. Nee, hier ist nichts. Dann fahren wir weiter. Hier will aber jemand rein. So einige. So, dann kommt mal rein hier in meinen schönen Bus. Chicago City Bus heißt dieser. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke der ist. Ich denke mal, der wird auch anders heißen als Chicago City Bus. Und jetzt geht hier fast gar nichts mehr. Noch ein Ticket, Mann. Gibt's doch nicht, ey. Ja, warum macht er jetzt nichts? Excuse me. Ja, was soll ich denn machen? Excuse me. Excuse me? Ja, Entschuldigung. Ich würde ja gerne ein Ticket geben. Ich kann dich auch nicht kostenlos mitfahren lassen. Allerdings macht dieser Bus hier nichts. Ist der jetzt kaputt? Excuse me. So sieht schon. Toll. Excuse me. Excuse me. Ist das ein Bug oder so? Excuse me. Excuse me. Ja, excuse me, sorry. I can't do anything. This ticket machine doesn't work. I'm sorry. So you have to go out of the bus and you have to walk to your destination. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja. Okay, ja. Was ist denn jetzt los, Omsi? Ich verstehe das nicht. Wir hatten in der letzten Folge kaum Probleme unter diesen Einstellungen. Und jetzt hier entbart sich das eigentliche Chicago-Desaster, nenne ich das jetzt mal. Der Bus macht sich mal wieder selbstständig. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Trampolin-Simulator 2016. Und willkommen zurück beim Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator 2. Und vielleicht soll ich mal den KI-Verkehr runterstellen, damit das hier nicht so wackelt. Und jetzt habe ich noch einen Menschen angefahren. Wäre, glaube ich, vernünftiger. Aber dann müsste ich das Spiel wieder neu starten. Und ich habe auch nicht allzu viel Zeit, weil ich gleich noch weg muss. Ich habe gedacht, komm, nimm's jetzt schnell mal Omsi auf. Aber daraus wird mal wieder nichts. Omsi macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Da geht hier jetzt gar nichts mehr. Entschuldigung, ich glaube, ich sollte die Aufnahme doch besser neu starten. Bis gleich.